Anfangen, um mal wieder irgendwie eine linke und eine rechte Hand zu bekommen, sollte das eigentlich nicht verkehrt sein. Deshalb schreibt mir einfach mal in die Kommentare, auf welches Game ihr Bock habt. Ich werde mir das dann mal zur Brust nehmen und das Ganze natürlich für euch zocken. Glück auf, Schatz aus dem Schacht, und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, was geht ab? Oh mein Gott, der Black ist wieder live vor der Kamera. Was ist denn hier los? Ja Leute, ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden, ein normales Commentary aufzunehmen. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr das letzte Video so gut angenommen habt, also die Montage. Es ist ja nur eigentlich schon ewig her, wo die online kommen sollte. Ich glaube, vor 4 Monaten oder so war das eigentlich geplant. Aber ich habe mich echt mit ein und den anderen Editoren rumgestritten, rumhantiert, ungemacht, ungemehrt. Es war einfach nur zum Kotzen, weil wenn irgendjemand mir sagt, jo Blacky, ich mach das, dann verlasse ich mich einfach drauf und dann melden sich die Leute nicht mehr. Aber das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Kuron, der das Ganze endlich mal fertig gemacht hat. Wie gesagt, nach 4 Monaten konnte ich diese scheiß Montage oder Episode endlich mal online bringen und ich habe mich einfach gefreut ohne Ende. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass das Thema endlich mal abgehakt ist. Das andere ist, die Serie, also wo ich meinen PC zusammengestellt habe, freut mich auch, dass es so richtig gut angekommen ist. Hätte ich auch nicht erwartet. Möchte mich da auch nochmal bei Be Quiet bedanken, die wahrscheinlich das Video jetzt nicht sehen werden, aber ist auch egal. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und ansonsten, Leute, wie ihr es gewohnt seid, natürlich der Blacky heute mal ohne Plan, ohne Thema am Start, natürlich unrasiert, wie das halt sein muss. Ihr wisst Bescheid. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch richtig kommentieren oder reden kann. Ist schon ziemlich lange her, wo ich das letzte Mal gemacht habe. Vorab noch kurz was anderes, und zwar andere Leute oder beziehungsweise einige Leute haben mich hier gefragt, wie es mit meinem Hausbau vorangeht. Es geht auf jeden Fall gut voran. Ich werde demnächst mal ein Video machen. Wir sind jetzt wirklich ein ganzes Stück vorangekommen. Sind so in einigen Räumen die Fliesen drin und so weiter, aber das werdet ihr dann auf jeden Fall in dem nächsten Video sehen. Ja, was bleibt denn jetzt zu sagen, wenn man natürlich kein Thema am Start hat? Hey Leute, war nur Spaß. Ich habe natürlich was mit, und zwar, was mich momentan ein bisschen beschäftigt. Wenn ich jetzt irgendwie doch mal Freizeit habe und ich wieder am Zocken bin, überlege ich so die ganze Zeit, was könntest du denn zocken? Ich probiere das aus, aber irgendwie habe ich zu nichts so richtig Lust, beziehungsweise noch keinen richtigen Elan. Bei Black Ops 2 ist zum Beispiel so, dass mich momentan aus welchen Gründen auch immer einfach die Verbindung so dermaßen ankotzt, dass ich echt manchmal meine Konsole zum Fenster rausschmeißen könnte, aber das will ich natürlich nicht. Und ja, ansonsten, AW ist halt auch irgendwie tot, keine Ahnung warum, das wird halt keiner mehr richtig sehen. Beziehungsweise ist da auch das Snipen irgendwie beschissen geworden, wenn das mit dem Feeden nicht mehr so richtig geht. Das ist eigentlich wie damals, wo der Patch kam von Black Ops 2, da war auch irgendwie erstmal kurz die Luft raus. Mittlerweile zocken ja wieder einige Black Ops 2. Ich habe auch den einen oder anderen gesehen, die wieder weiter zurück sind auf MW3, MW2. Und ich wollte euch jetzt einfach mal fragen, auf was ihr denn mal Bock habt. Was wollt ihr denn mal sehen? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Dazu werde ich das einfach mal zocken. Ich werde das, denke, live zocken, weil ich momentan sowieso 2 linke Hände habe. Also wird nicht so viel Gescheites bei rauskommen. Und da dachte ich mir einfach, komm, dann zockst du halt mal wieder live. Ich habe ja schon lange nicht mehr meine Serie gemacht, weil ich halt durch den ganzen Hausbau nie wirklich die Zeit dazu gefunden habe. Und ich denke, so für den Anfang, um mal wieder irgendwie eine linke und eine rechte Hand zu bekommen, sollte das eigentlich nicht verkehrt sein. Deshalb schreibt mir einfach mal in die Kommentare, auf welches Game ihr Bock habt. Ich werde mir das dann mal zur Brust nehmen und das Ganze natürlich für euch zocken. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen zusammen mal gucken, ob sich jemand findet, der dann Bock hat, wenn ich dann halt mal Zeit habe, meine Aufnahmen zu machen. Ja, ansonsten war es das auch eigentlich schon. Das Einzige, was ich momentan ein bisschen lustig finde, ne, man hat wirklich noch nicht so viel von Black Ops 3 gesehen, aber wie die Leute sich schon wieder im Internet zerreißen, was dran scheiße ist und was gut ist und keine Ahnung, wie es wird. Man hat eigentlich so weit noch keine richtigen Infos, also ich sag mal noch nichts Handfestes, wo man wirklich sagt, hey, jetzt habe ich das und das gesehen, das und das ist scheiße, man hat ja bloß irgendwas gelesen und so weiter. Aber es ist echt phänomenal, jedes Mal, wenn ein neues Call of Duty rauskommt, wie die Bekloppten alle auf das Call of Duty drauf, na, und dann erstmal, ja, das ist scheiße, das ist geil, ist immer wieder lustig. Also ich feiere das manchmal ein bisschen, was da Leute so für Kommentare schreiben, aber ihr werdet es bestimmt selber kennen. Ich freue mich eigentlich drauf, ich hoffe, dass die alte Zeit irgendwie ein bisschen zurückkommt, so wie es bei Black Ops 2 war, weil ich das extrem vermisse. Momentan spielt jeder irgendwas und irgendwo und man hat nicht mehr so die Partys wie früher oder die Leute, oder wo man halt wirklich sagt, ey, ich muss jetzt online, ich muss jetzt zocken mit meinen Kollegen und so sonst irgendwas. Das fehlt mir halt irgendwie extrem, das nimmt mir auch so ein bisschen Spaß, Call of Duty zu spielen. Und ja, ich hoffe einfach, dass das dann bei Black Ops 3 wiederkommt, dass halt viele auf den
ja, Next Gen Xbox One und PlayStation 4 zocken werden, dass einfach die Community nicht mehr so gespalten ist und ja, das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Wie gesagt, war halt heute mal ein Commentary, total ohne Thema und ohne Plan, so wie sich das gehört für das erste Commentary nach langer Zeit. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr wieder fleißig Daumen nach oben gebt. Macht einen halt umso mehr Spaß, Videos aufzunehmen. Ansonsten soll es jetzt echt gewesen sein. Ich würde sagen, bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.